Freunde, wir fahren heute nach Berlin und drehen ein Interview. Ich nehme euch mit. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. From Mexican Jungle to German Jungle, motherfucker. Welcome back, bro. Wir sind jetzt hier im Setup. Das ist übrigens derjenige, der auch die... Einen Großteil von den Comics Café Folgen eigentlich... Fast alle, ja. ...gefilmt hat, ne? Ich bin auch froh, dass du jetzt gerade wieder dabei bist. President, motherfucker. Na, hast du schön gekocht, Mama? Ja, extra für dich. I like that, man. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Be water, my friends. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, mein Lieben? Ich bin immer wieder vor euch im Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Kanal. Fuck, Digga. Welcome to Germany, motherfuckers. Digga, seitdem ich hier in Deutschland bin, wird es einfach nicht hell. Es war nicht ein Tag, doch, ich glaube, ein Tag war es ein bisschen hell. Aber es ist einfach grey. Und es ist so brutal für mich, diese Motivation überhaupt zu bekommen, am Morgen aufzustehen, was zu tun, wenn es einfach immer noch dunkel ist. So, ich würde am liebsten mich wieder hinlegen und schlafen. So. Einfach, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Perfekt, meine lieben Freunde. Nice. Aber das ist nicht das Thema, Freunde. Wir fahren heute nach Berlin und drehen ein Interview. Ich nehme euch mit. Ich habe gedacht, ich mache jetzt regelmäßig auch hier in Germany Vlogs, damit ihr einfach Content auf den Nacken bekommt. Und ja, Mann, wir sehen uns später, Freunde. Ich habe gerade mal die Morgenroutine gemacht. Muss jetzt duschen, essen und dann geht's los. Bin ein bisschen spät dran. Wir sehen uns später, Freunde, ja? Bis später. Psst. Erstmal noch einen gemütlichen Kaffee. Und scheint so, als ob es wieder ein bisschen heller wird. Da hinten sieht es sogar nach blauem Himmel aus. Wer weiß, vielleicht kriegen wir sogar noch ein bisschen Sonne heute. Sieht schon idyllisch aus hier, ne? Ich küsse dein Herz. Also, Freunde, ich mache mich ready, dann fahren wir los. Bis gleich. Psst. Fight it out, man. Ab nach Berlin, Freunde. Alle Sachen sind dabei. Sehe schon, wie das läuft. Ist immer sehr stressig. Auf jeden Fall ist jetzt das zweite Mal, dass ich nach Berlin fahre. Aber alles für den Hustle, Leute. Ich glaube auch, die Vlogs sind richtig cool, um auch so ein bisschen im Hintergrund so mitzubekommen, was abgeht. Yes, ich werde dann auch in der Location mal einschalten, die Leute vorstellen, auch mein Kameramann und so. Ist, glaube ich, ganz süß, Digga. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch die Vlogs gefallen. Ja, Mann, wenn was Spannendes passiert, schalte ich ein, Freunde. Let's go. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fuck, Sun is out, man. Ich hab's fast gerochen, Diggi. Rechts abbiegen. Rechts denn, man? Hier oder was? Nee, nein. Vorne. Bijou. Diese Straße hier, ne, die ist so crazy, die ist einfach mitten im Wald. So, letztes Mal bin ich hier irgendwie... Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. 2 Uhr morgens lang gefahren. Und da habe ich mir schon gedacht, so fuck, Alter, wenn du jetzt eine Reifenpanne hast hier mitten im Wald, so ist schon ein bisschen creepy. Ja, Mann. Der Bruder geht vom Dschungel zu Dschungel. German Jungle, vom Mexican Jungle to German Jungle, motherfucker. Jungle it in, man. Yes, da hinten sieht es aber schon wieder nach Regen aus. Egal, wir genießen jetzt die paar Sonnenstrahlen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Freunde. Oh shit, man. You ready? What's up, bro? What's up, man? Long time no see, bro. How you feel? Welcome back, bro. Yes, sir. Yeah, nice fade from Radio now. Erstmal die Haare noch fresh machen. Wie lange haben wir uns nicht gesehen, Digga? How long time ago, bro? Like 1 year. 1 year something, no? More, 1 year. Yeah. Yeah. I feel, bro, ich fühle mich mehr verbunden mit dir now. Because now I speak Spanish a little bit, bro. You know, I met so many Latinos, bro. That's true. Bro, I can't understand why you came here to Germany, bro. What's the reason why you came here? Because work money, no? Yeah, I came because we have more opportunity right here. Yeah. We have more chance, you know, to grow up. Yeah, that's true, bro. But you miss your country, bro? Yeah, bro, no. I miss my weather. The weather is amazing. Especially in winter, huh? Exactly. Fuck, bro. I was there like 18 for... No, you were there, no? My dad was there for 18 days. And right now I'm here and like, shit. How is it with the COVID shit and everything there, bro? It's cool. It's easy, kind of, no? It's easy, yeah. Yeah. I think here, they are really strict, you know? Yeah. But right there, right now, it's very good. Yeah, it's similar like in Mexico, bro. Also, next time when I go there, I want to visit your country too, bro. Also for December now. And December... It's the best time, no? Yeah. Yeah.
Yeah, for the winter. You go there for Christmas and everything, or you stay here? No, no, I'll stay here. Stay here? I need to work, bro. I need to make money. You know what I'm saying? Money, bro. All right, fellas. Ich komme jetzt frische Fate hier endlich mal wieder von Radio Dicker und dann geht's rein zu deinem Freund. Ich wieder. All right, fellas. In der Location angekommen. Samson sitzt hier schon, bereitet die Geschichten vor. Das ist übrigens derjenige, der auch die einen Großteil von den Comics Café Folgen eigentlich fast alle, ja, gefilmt hat, ne? Dass ihr den auch mal seht hier. Samson. Wo ist Tiffy? Tiffy ist direkt zu Hause. Nice, Digga. Willst du noch irgendwas zu dir sagen oder so? Ihr könnt Samson auf jeden Fall auch gerne folgen. Links werden in der Beschreibung sein. Wie lange machst du den Shit schon? Ja, insgesamt 15 Jahre. 15 Jahre. 15 Jahre. Bist auch schon ein bisschen älter, ne? Also jetzt ohne ich Disrespect. Ich bin 25, siehst du mal. Gerade 18 geworden gestern, wa? Seit 15 Jahren schon, ne? Ja, mit Schulung an, oder ja, genau, Musikvideos. Und ich muss auch sagen, Samson war bis jetzt der verantwortungsvollste Partner, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ohne mich gibt's jetzt gar nicht hier. Nee, jetzt übertreibst du ein bisschen, aber nee, aber ich habe dir immer vertraut, so, weißt du, du hast ja auch teilweise auf meinem Kanal direkt hochgeladen, ja, und so, und es lief eigentlich immer sehr, sehr stabil und ich bin auch froh, dass du jetzt gerade wieder dabei bist, unterstützt, ja, deswegen lasst auf jeden Fall ein Follow da bei Samson, Link in der Beschreibung, falls ihr irgendwas braucht, Film, tontechnisch oder auch Fotografie. Nein, das nicht, aber Fotografie macht genau, er auch, Fotografie, mach ich auch, genau. Fotografie macht er auch, also checkt den Link in der Beschreibung, Freunde. Wir sind jetzt hier im Setup, das ist quasi das Büro hier. Ach, habe ich noch gar nicht gesagt, das ist das Büro hier vom Elite Hair. Der Alex, Alex Blitz, den kennt ihr ja schon. Der hat ja für mich auch die Videos Highest im Club Sonne und Video gedreht. Und der arbeitet hier gerade mit den Jungs von Elite Hair zusammen. Und der Chef von Elite Hair hat uns erlaubt, dass wir hier in seiner Location filmen dürfen, weil die hinten einfach einen eigenen Shisha-Raum haben. Hier ist die Küche noch. Alex ist leider schon abgehauen und der Chef leider auch, sonst hätte ich die auch noch mit eingebaut. Oh, was soll's, Freunde? Wir machen jetzt alles ready und dann geht's los. Pfeife ist auch schon am Start hier. Ich rauche die schon mal an. Ich hoffe, es ist süß. Oh shit, fellas. Ich bin gerade auf der Autobahn schon fast wieder zu Hause. Habe jetzt zwischendrin nicht mehr groß gevloggt. Gerade fast auf der ganzen Autofahrt mit Justine telefoniert. Und schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus an der Stelle. Justine, du weißt schon, wie das läuft. Geilen Talk auf jeden Fall gehabt mit Belash, sorry. Und ja, Mann, was mich mal interessieren würde, Freunde, schreibt mal jetzt in die Kommentare rein, was euch interessieren würde, also beziehungsweise was ihr so als nächste Gäste noch sehen würdet bei Comics Café. Wo ihr denken würdet, das wäre eine geile Kombination. Leute, die auch bereit dazu sind, sich mit mir hinzusetzen. Wo ihr einfach denkt, das könnte gut ballern. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Und ansonsten küsse ich euer Herz. Ich schalte die Tage wieder ein. Peace. Also ich werde die Vlogs wahrscheinlich so gestalten, dass ich immer mal wieder ein bisschen einschalte und euch ein bisschen was zeige. Bis dann. Peace. Ah, gerade zu Hause angekommen und erstmal hier ein kleines Feuerchen angeschmissen. Es ist brutal kalt. Ich bin brutal tot. Ich werde mich jetzt hinfetzen. Bisschen Serie gucken oder so und dann schlafen, Freunde. Burn it out, man. So. Oh shit, man. Press it in, motherfucker. Physiotherapie, meine lieben Freunde. Ihr habt es ja mitbekommen. Mit meinem unteren Rücken. Da gibt es immer so die ein oder anderen. Da gab es jetzt seit Monaten die ein oder anderen Struggles und deswegen bin ich jetzt hier mal zur Physiotherapie gekommen. Und die Dame hat zu mir gesagt, das ist auf jeden Fall ein muskuläres Problem, wo ich erstmal auch nicht mit zum Arzt muss, aber wo ich halt definitiv mit den Übungen etc. dran arbeiten muss, wenn ich das in den Griff bekommen möchte. Und sie hat auch gemeint, dass ich halt auf meine Schlafsituation achten soll, weil ich da ja auch schon jetzt seit Monaten kein Bett mehr hatte, wo ich wirklich gut geschlafen habe, mit einem guten Gefühl im Rücken auch. Deswegen muss ich da definitiv auch drauf achten. Und dann hatte ich ja auch in Mexiko zum Beispiel nach dem Hurricane ein, zwei Mal Sachen angehoben, die halt schwer waren, ohne Aufwärmen. Und dann auch den kleinen Scooterunfall, den ich hatte. Das hat alles dazu beigetragen, dass mein Becken, beziehungsweise muskulär am Becken, untere Rücken, sich da eine krasse Verspannung gebildet hat. Und es ist wohl auch der Sehnenmuskel, der krass getriggert ist, getroffen ist. Am
angespannt ist. Und das ist halt auch ein Zeichen, dass es auch ein bisschen vom Mind, von der Psyche kommen kann. Das sollte man nicht unterschätzen, Freunde. Yes, das mal so als Feedback am Rande. Ich küsse euer Herz. Bis später. Peace. Stube den Motherfucker. Oh shit. Blau. Na, hast du schön gekocht, oder? Ja, extra für dich. I like that, man. Ja. Mach mal Licht an, oder? Skrrr. Schöne blaue Haare, wa? Ja, ne? Hashtag Blumen in die Kommentare. Geil. Passt ergänzend am Start, Digga. Noch kurz bei Mama nach der Therapie. Oh, süß. Relax. Ist aber kein echter Kamin, ne? Kannst du nicht mithalten mit meinem.